Herrn Stracke für die CDU-CSU das Wort. Grüß Gott, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Im Kern geht es ja bei dieser Debatte um das Thema Flexibilität, Arbeitszeit, Zeitsouveränität, Schutz vor Überlastungen. Und die Digitalisierung hat sicherlich erhebliche Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Das meiste davon können wir in der Schärfe noch gar nicht abbilden. Aber Unternehmen können profitieren in der digitalen Arbeitswelt von räumlichen und zeitlich flexibleren Wertschöpfungsprozessen. Für Arbeitnehmer bieten sich große Chancen auf mehr selbstbestimmtes Arbeiten. Es geht letztlich um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, mehr Zeit- und Ortssouveränität. Lebensphasenorientiertes Arbeiten sind hier die Stichworte. Und die entscheidende Frage ist, wie es uns gelingen kann, den Zugewinn an Flexibilität verantwortungsvoll zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufzuteilen. Und dabei sehen wir es als Frage an, die zentral ist, wie wir dies dann organisieren. Und hier sind letztendlich die Betriebe und die Sozialpartner gefragt. Es ist ihre ureigenste Aufgabe, den Gewinn an Flexibilität in der digitalen Arbeitswelt zum Wohle der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und der Unternehmen in der Praxis zu gestalten. Und deswegen ist es immer gut, den Blick vor Ort auf den zu nehmen, die Tarifautonomie zu warten. Und wir brauchen bei unserer Arbeitswelt, weiß Gott, von staatlicher Seite kein starres Korsett. Und diese Kritik richtet sich im Übrigen gleichermaßen gegen die Vorschläge der Bundesarbeitsministerin zur Anpassung des Arbeitsrechts im Rahmen des Weißbuchs 4.0. Und ein Trommelfeuer an punktuellen gesetzlichen Maßnahmen hilft nicht weiter. Wir sprechen uns für betriebliche und tarifliche Vereinbarungen aus, um passgenau Lösungen zu finden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe zu Beginn gesagt, es geht um einen Ausgleich der Interessen. Und hier gibt es sicherlich noch große Unterschiede. Und deswegen ein Punkt zum Thema der Rückkehrrecht, was die Teilzeitbeschäftigung angeht. Dabei muss man natürlich auch immer in den Blick behalten, wir brauchen auch Planungssicherheit für die Unternehmen. Und insbesondere dürfen wir kleine Unternehmen nicht überfordern. Es ist gerade für sie überlebenswichtig, einen konstanten Betriebsablauf gewährleistet zu bekommen. Flexibilität und Arbeitsvolumen sind eben untrennbar miteinander verbunden. Und deswegen ist unsere Leitlinie hier, diese Belange zwischen Arbeitgeber auf der einen Seite und der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entsprechend angemessen in Einklang zu bringen. Und in weiten Teilen ist nun einfach der Vorschlag der Bundesarbeitsministerin weit über das hinausgehend eine unverhältnismäßige Belastung. Flexibilität ist ein Maßanzug, der beiden passen muss, nämlich den Unternehmen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und jetzt hat der Herr Kollege Kuhn von meiner Seite, Frau Präsidentin, mit Ihrem Einverständnis das Wort. Aber ich bitte es wirklich kurz zu machen. Vielen Dank, dass Sie das zulassen. Ich kann es auch ganz kurz machen. Wenn Sie davon sprechen, was wichtig ist für die kleinen Unternehmen, Herr Stracke, Kontinuität, stimmen Sie mir dann zu, dass das Allerwichtigste für die Unternehmen ist, dass ihre Arbeitskräfte gesund bleiben, dass sie nicht dauerhaft ausfallen, dass sie nicht innerlich kündigen, kurzum, dass sie keinem Stress am Arbeitsplatz, der gesundheitsschädlich ist, ausgesetzt sind. Sehr geehrter Herr Kurt, natürlich liegt es im Interesse der Unternehmen, dass es ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gut geht. Das ist doch selbstverständlich. Das ist die ureigenste Interesse der Arbeitnehmer. Und deswegen lehnen wir beispielsweise auch eine Anti-Stress-Verordnung ab. Denn wir haben doch zwei Entwicklungen in diesem Bereich, Herr Kurt. Zum einen haben wir die Entwicklung im Zuge der Digitalisierung, dass hier einfache und ständig wiederkehrende Belastungen und Tätigkeiten automatisiert werden zunehmend. Das nimmt Belastungen weg. Da sehen Sie schon Entwicklungen im Rahmen der Unternehmen, die Sie genau aufgreifen zum Wohl Ihrer Unternehmen und Unternehmern und Mitarbeitern. Und wir müssen natürlich auch im Blick behalten, was bedeutet es, wenn man mehr Flexibilität hat, dann bedeutet es auch mehr Eigenverantwortung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und darüber müssen wir auch diskutieren. Wie schaffen wir es hier in diesem Bereich tatsächlich etwas hinzubekommen? Herr Kurt, bitte schön, Sie können sich wieder hinsetzen. In dem Sinne haben wir schon vieles in diesem Bereich getan.
gerade was auch den angeht, die Entwicklungen, was hier mit Stress suggeriert wird. Wir brauchen Wege, wie wir insbesondere die Eigenverantwortung stärken können. Wir haben schon ein Arbeitsschutzsystem, das insgesamt gut aufgestellt ist und die Arbeitswelt letztlich auch sicher und gesund gestalten kann. Letztlich das Prinzip der Gefährdungsbeurteilung ist das Tragende in diesem Bereich. Und deswegen müssen wir vor allem achtsam sein, wie die Entwicklungen für die neuen Handlungsfelder sind. Und genau vor diesem Hintergrund, Frau Müller-Gemmicke, haben wir uns ja auf den Weg gemacht als Koalition, die Entwicklungen neuer Präventionskonzepte und betrieblicher Gestaltungslösungen bei psychischer Belastung in engen Zusammenarbeit mit den Trägern der gemeinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie voranzutreiben. Genau das passiert derzeit aktuell. Und auch die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin hat ihr Gutachten vorgestellt. Jetzt entsteht ein neuer Dialogprozess, mit dem wir das erörtern wollen, vertieft zu diskutieren. Und all das zeigt, es geschieht bereits viel. Und wir brauchen vor allem eine vorausschauende, ganzheitliche Planung in den Betrieben beim Umgang mit psychischen Belastungsfaktoren. Königsweg ist dabei sicherlich nicht immer nur nach neuen gesetzlichen Regelungen zu rufen oder Verordnungen, sondern wir brauchen vor allem passgenaue betriebliche Lösungen und darauf zielen wir ab. Wir brauchen keine gesetzgeberischen Schnellschüsse, so wie es jetzt vorgelegt ist. Herzliches Dankeschön. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Soweit sind wir aber.